Willkommen zu einer neuen Woche Meta-Matches und dieses Mal spielen wir Fluwanderies. Weil manchmal muss man dem Gegner auch einfach mitteilen, dass man ihn hasst. Mir ist aufgefallen, ich glaube, die letzten Male Meta-Matches hatten wir immer mindestens einmal Prankits gegen uns. Diesmal nicht. Dieses Mal safe nicht. Ich bin sicher, es gibt eine Art und Weise, diesen Namen auszusprechen, aber ich kenne sie nicht. Oh, das ist doch ein Dimshifter. Tut mir so leid für den. Schmeiß mal direkt. Ja. Ja, might as well. Dave? Nein. Schade, dass Didi Crow nur auf einen Gegner. Also, ich sag sowieso, Discard to the Graveyard, dann geht's sowieso nicht. Wenn mit Didi Crow den eigenen Dimshifter raushauen, könnten wir den nächsten Dimshifter live zu machen, aber kann man nicht. Gut, aber der alleine kann trotzdem nerven. Und der ist nicht alleine. Da bist du so mit dem Blatt gerade aktuell so ein bisschen auf diesen ersten Monster-Effekt angewiesen. Der Plan ist einfach, einen Extender zu topdecken. Mhm. Ja, das klingt nach einem guten Plan. Oh, und zwei Set. Nee. Ich glaube nicht, dass hier viel geht. Potenziell schwierige Kiste, not gonna lie. Ich meine, der Dimshift hat uns schon halbwegs verraten, aber wir könnten trotzdem noch versuchen zu schieben. Also im Sinne von verdecken. Ich meine, eigentlich ist es das einzige Metadeck, was ein Dimshifter spielt. Aber wie gesagt, wir können nur Normal Summon Rubina machen und das wird dann eins seiner beiden Negates und dann das Ende. Der Shishao kann ich negieren, aber der hat ja nichts zum Awesome Grave Banishen. Ja gut, okay, aber Baroness oder Baron kann. Es langt ja. Ein Negate reicht, aber wir haben nur eine Frage. Ja, leider. Hm. Ich meine, wir können die genauso gut normeln und mal gucken, ob er zuckt. Weil... Warum nicht? Ja, weil warum nicht? Wir haben uns ja schon darauf geeinigt, dass wir eh gezeigt haben, was wir spielen. Weil also es nur als genau ein Meta-Deck gibt, was Dimshifter spielt. Genau. Also von daher might as well. Ah, und nehmen wir da auch noch. Okay. Ja, schwierige Kiste. Ja, Scoop-Kiste eher. Ja. Wobei... Wir haben den Toucan. Wenn wir jetzt hier einen Linkuri... Ah ja, können wir nicht, weil wir den Effekt aktiviert haben. Ja. Schade, wenn wir den gebanished kriegen würden... Wenn wir den gebanished kriegen würden, weil der killt uns im nächsten Zug nicht. Weil der hat ja auch nichts mehr. Und hat immer noch nur einen Negate hier. Ja. Aber wir kriegen den nicht gebanished, ne? Wenn wir jetzt Endphase drücken, landet er auf dem Friedhof. Oder? Nee, Quatsch, der muss ja nur irgendwie. Nee, Quatsch. Der Dimshifter lingert noch. Nee, Quatsch, der wird immer gewünscht, egal wie er das Feld verlässt. Das heißt, er muss einfach Pass drücken. Er muss einfach passen. Ich meine, er weiß ja, was er spielt. Wir haben nichts davon, jetzt zu surrendern. Wir können ja mal zumindest den Zug noch abwarten. Eben. Dann passen wir jetzt. Mhm. Weil, wie gesagt, er hat nur zwei Handkarten. Wenn da jetzt nicht
die Möglichkeit liegt, noch einen großen Stock aufs Feld zu hauen, überleben wir den Zug. Dann hoffen wir jetzt einfach aufs Beste. Mhm. Also jemand muss da überlegen, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Okay. Ich sehe keinen Tendi auf seinem Feld. Und das Fiberplay ist ja... Aber das Fiberplay hat doch... Sollte. Also, ja, okay, aber... Da stand doch Fünfter vor der Bandliste. Okay, folgender Vorschlag, wir hauen jetzt den Atara aus dem Friedhof raus. Weil der hat irgendwas mit dem vor. Ja. Zum Beispiel den Moyer re-adden oder so ein Blödsinn. Ja. Ja, Moyer nicht, weil er schon genormelt hat, aber wahrscheinlich den Stufe 10er. Mhm. Ah, shit. Wobei, das... Axel Kleid war nicht der Atara, ja. Warte, wenn der sowieso das Ding auf der Hand hatte, warum dann überhaupt erst... Die ganzen Shenanigans. Achso, weil er eine adden musste. Er musste den Mönch auf dem Feld haben, um eine zu adden, weil den sonst gar nicht hätte holen können. Ja. Das heißt, es wäre egal gewesen. Das heißt, es war, ist gut. Ja. Nee. Ist Liefel. Ja, das ist immer Liefel. Dann war das aber kein Bait, weil der ist einfach egal gewesen, wenn wir die Crow geschmissen hätten. Der hätte immer zwei Ataras gehabt. Mhm. Nee, es gab kein Szenario, in dem wir es hätten anders machen können, weil angenommen, wir hätten die nicht, dann hätte er einfach direkt ihn auf die Hand genommen, dann hätte er trotzdem den Mönch geholt und dann den Zauber aktiviert. Er musste den Zauber aktivieren und wir hätten den Zauber aktivieren nicht verhindern können und wir hätten noch nicht verhindern können, dass er mit dem Zauber sich einen Wurm addet. Also, es war Kopfwiegsprung. Ja. So, dann fangen wir jetzt aber an. Dann tun wir jetzt natürlich dreimal die Trap rein, weil offensichtlich. Ja. Und die Mine geht natürlich raus, zusammen mit der... Mit der Set-Rotation, weil ebenfalls offensichtlich. Richtig. Und dann Sendet. Richtig. Interessant wird es dann im dritten Duell, wenn wir das hier jetzt gewinnen. Ja. Flu Wanderies hat halt nicht den stärksten Second, wenn man nicht die... Okay, das ist ein Blatt. Ja, dann gehen wir erstmal in den Fields versuchen, weil das passiert sowieso. Ja, und kein Mensch negiert den Terraforming. Wobei, wenn er weiß, was wir spielen... Genau Terraforming negiert. Stimmt, wenn er weiß, was wir spielen, dann wird eigentlich genau Terraforming negiert, aber... Was er ja weiß, weil wir sind Game 2. So, dann können wir jetzt in Pod gucken. Okay, wir können nicht in Pod gucken. Dann setzen wir einen Eagle und sagen Go. Ja, Moment. Wenn wir jetzt... Wir können auch Eagle Normal und Linkuribo holen, meinetwegen. Ich meine, wir kommen nicht mehr an Empen und an Tukan ran. Nee, wir können nur eins von beidem machen. Also wir können, also was wir machen können ist, Field Spell, Normal, Eagle, Banish was, re-adde. Aber Eagle kann sich nicht aktivieren, das heißt, wir kriegen dann die extra Normals haben. Nicht? Wir müssen das regulär normeln und das Ding kann dann nicht Dingens hier suchen. Ja, ich würde wahrscheinlich trotzdem einfach jetzt Eagle ins Banish schicken. Rubina ins Banish schicken. Das was haben? Ja. Ja, Droll ist leider ziemlich kill für das Deck. Ja, zumindest mit dem Blatt. Yata? Nein. Das hat nichts mit Yata zu tun. Wieso soll... Die eine Karte. Ja gut, man könnte theoretisch mal ein lustiges einen Yata reinpacken. Aber es ist halt so eine harte Win-More-Karte dann. Ja. Weil an dem Punkt, wo du Yata holst... Dann set einen der Dualities und pass. An dem Punkt, wo du Yata holst, ist es ja so, dass... Also der einzige Grund, wann du Yata holst, ist, wenn der Gegner schon so wenige Karten hat, dass er sich, dass die eine Karte zu ziehen, nicht zu ziehen wehtut.
Aber an dem Punkt, wo du mit Flan dagegen ein Deck spielst, und das gegnerische Deck kaum noch Karten auf der Hand hat, hast du schon alles, was du willst. So, dann müssen wir mal anketten. Weil mehr Normal Summons werden es bei ihm nicht. Nee. Dann für... Wir könnten auch den nächsten direkt Eagle machen und Rubina noch aufheben. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Weil wir wollen ja direkt einen großen Stock haben. Ja. Ja. Ja, hol deinen Token. Ihr holt. Oh, really? Ey. Das ist schlecht. Man hätte argumentieren können, die Rubina am Banish zu lassen, um jetzt Chain blocken zu können. Weil man, ja. Ja, das wäre besser gewesen, weil wir hätten ja so, weil wir hatten ja schon den Eagle auf dem Feld, das heißt, der nächste Eagle war ja direkt die Tribute Summon. Ja, wir hätten die Rubina am Banish peilen lassen müssen. Und wir ziehen natürlich wie immer keine von den gesidelten Karten. Wieso? Ach so, ja, der könnte Droll gesidelt haben. Könnte sein, ja. Ich glaube nicht, dass der Droll Main Deck spielt. Vermutlich nicht, aber weiß man nicht. War wahrscheinlich nicht, weil es zu situativ. Also, es kann halt es kann Despia halt auf dem falschen Fuß erwischen. Je nachdem, wie sie ziehen. Aber das nicht Kill. Nee, Kill ist es nicht, das ist richtig. Aber es sind leider... Okay. Er ist eh once per turn. Ja. Aber es sind leider ein paar viele Negates. Also wir haben dieses Mal den Field Spell. Wir kommen mit einem Negate kommen wir klar. Und den anderen können wir Chainblocken, theoretisch. Also, mal gucken, wie viel er jetzt runtersetzt. Und was wir jetzt nachziehen. Und was im Pot drin ist. Mhm. Noch ein Pot, okay. Das ist nicht schlecht. Ja, dann erstmal der eine Pot. Ja. Das ist doch schön. Ja, das ist super. Noch ein Droll. Immerhin. So, anderer Pot. Mhm. Natürlich für volle 6, ja, weil... Ja, klar, es ist in dem Deck ja wurscht. So, dich braucht keiner, dich braucht keiner, dich braucht keiner. Dich werden wir nicht holen. Den Ballsword Annette. Dich auch nicht und dich eigentlich auch nicht. Nein, die sind ja alle nur drin, falls der Gegner meint. Jupp, da war die Ash. Okay. Meinetwegen. So. Dann machen wir jetzt Normal Rubina und... nee, Quatsch. Nee, Field Spell. Field Spell. Ja. Schwierig. Ja, wobei, ja warte, wir können doch jetzt anketten. Ja, und? Solange wir noch banishen können. Ja, nee, das tut ja jetzt nichts. Ja, doch. Hand or face up. Und dann... Ja, wobei, die Rubina ist wahrscheinlich das Bessere gerade, ja. Ja, genau, dann ist nämlich vorbei. Ja. Weil dann negiert er Rubina. Beziehungsweise, ja, dann regiert er, ja genau, dann negiert er Rubina. Weil den Fleur Negate hat er ja noch. Ja, genau. Nee, warte, den Chishao Negate. Den Fleur Negate können wir chainblocken, aber den Chishao Negate halt nicht. Den kann aber nicht mehr aktivieren, er darf auch nicht banishen. Ach so, ja, warte. Ja, Moment. Ja, warte, Moment mal, da passt doch alles. Ja, genau, stimmt. Dann machen wir mal Ja, nee, passt nicht, weil er negiert einfach Igeln. Lol. Jetzt, wir machen es einfach mal. Mhm. So, aktivieren. Chain blocken.
So. Können wir irgendwas suchen, was ihm jetzt den Baron kaputt macht? Und dann wir noch was machen können. Nee. Also warte, wenn wir jetzt die Harpist suchen. Ja. Und die Normen. Ja gut, dann haben wir das gleiche. Dann triggern bitte die genauso sehr den wie alles andere. Ja. Hätte es irgendein Universum gegeben, warte mal, wenn wir doch den Quickspell gemacht hätten. Nein. Nee. Weil wenn wir den Quickspell doch machen, dann negiert er den mit Fleur und dann ist sowieso, und dann haben wir keine Handkarten mehr. Lol, das funktioniert auch nicht. Eben. Nee, die Lanze war der Sargnagel. Goddammit. Aber halt beide Opener und die drei besten Handtraps gegen unser Deck, weil warum nicht? Like, holy shit. Und wir ziehen halt zwei Pots. Ja, er kann ja alles durchgehen lassen, was er will, und er geht dann einfach Eagle. Ja, genau. Vor allem, er kennt ja alle unsere Handkarten, ist halt das Problem. Wenn er die nicht kennen würde, müsste er vielleicht was anders spielen, weil wir eventuell Empen Harddraw haben könnten. Stimmt, hätten wir nämlich jetzt den Empen holen können. Ja, drauf und dann genau, aber er weiß halt leider, was wir alles auf der Hand haben, von eben. Daher. Schwierig. Ja. Ja, da dann ein bisschen zu bekloppt, gut gezogen. Das war solide, ja. Ja, passiert. Bis Mittwoch. Bis Mittwoch.